So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Die brandneuen und aktuellen Bakugams. Ja, das ist ja das Magazin mit einem Bakugam dabei von Blue Ocean. Kostenpunkt 7 Euro. 7 Euro. Jetzt bin ich ehrlich. Ich wollte es eigentlich erst nicht unboxen. Weil wenn ihr auf meinen Kanal geht und Bakugams eingibt, ich habe sie alle angeboxt. Vor ein paar Jahren kamen die raus. Ich habe übertriebene Videos mit den ganzen Monster gemacht. So, dann stand ich vor einem Laden, wo diese Bakugams, die neuen, die sind cool eingepackt, muss man lassen. Aber dann habe ich mir gedacht, halt stopp, die sind doch kleiner wie früher. Also ich finde die kleiner wie früher. Tut mir leid, es zu sagen. Wer es natürlich ganz genau weiß, wer ein Bakugam-Fan ist da draußen, die alten vielleicht noch hat, weil die wollte ich jetzt nicht suchen. Also wie gesagt, die alten noch hat, die neuen vergleichen. Sind die neuen kleiner? Ich weiß es echt nicht, aber das sieht so aus. Aber nichtsdestotrotz boxe ich euch hier das brandneue und aktuelle Bakugam-Magazin. Nummer 2 ist das schon. Nummer 2. Ein von 5 originalen Bakugams. Also, wenn ihr eine bestimmte Farbe wollt von irgendeinem, den blauen als Wasser, den grünen als Monster oder den roten als Feuer, ihr wisst, was ich meine. Es gibt 5 verschiedene. Schaut drauf, was in das Tütchen drin ist, welche Farbe, dann passt das, dann habt ihr schon den richtigen. Aber nichtsdestotrotz fange ich jetzt an, mal wieder nach langer Zeit Bakugams anzuboxen. Hätte ich mir auch damals nie wünschen lassen, dass ich die noch mal in die Hand nehme, dass die noch mal wieder neu rauskommt. Aber es kommt ja alles neu raus. So auch die Bakugams. So, das ist das Magazin. Das sind die 5, die es gibt. Die sind kleiner, die sind auch hässlicher irgendwie. Die alten, die waren größer. Schaut nach in meinen Kanal. Und der sich auskennt, bitte in die Kommentare schreiben. So, dann haben wir natürlich, ihr seht sie, die Bakugams-Familie. Ein bisschen Comicbeilage. Ein Poster, 2 Seiten. Fühlt sich immer dicker an. Das sind 2. Einmal mit den roten. Umdrehen. Der sieht cool aus, aber fühlt sich so dick an. Das sind mehrere Posters. Dann natürlich der blaue. Und der Stein. Sieht mega cool aus. Ah, hier haben wir 2 verschiedene Ankämpfe, mega cool. Den möchte ich von der anderen Serie haben. Nicht von der Bakugams, weil da sind die, ich finde die nicht schön. Aber ist egal, ich boxe es ja für euch an. Dann geht es natürlich mit der Comicbeilage weiter. Die Karten natürlich müssen auch bewertet werden, so wie früher. Mit dem Metall. Was zum Ausmalen, Gewinnspiel. Zack. Und hier der Drache in Lüle. Da ist richtig cool. Aber nichtsdestotrotz geht es ja natürlich um das brandneue und aktuelle Bakugam-Magazin und die Bakugam. So, jetzt mache ich sie ganz ungewöhnlich auf. Warum? Den kriegt nachher jemand hier, der sich freut. Deswegen soll er es nicht sehen, dass es aufgemacht worden ist für euch. So. Hier ist die Bakugam-Kugel. Ah, die ist nur mal eingepackt, deswegen ist sie so. Die ist nur mal eingepackt. Und natürlich passend die Magnetkarte und ein Stück, ah, der rote ist mega cool. 500 Feuer, Land, 300 Wasser, 200
Sag ich jetzt mal so. Aber jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie wir den auspacken. Irgendwo drunter. Hätten Sie auch irgendwo so ein... So. Dass ich wieder ein Vakuumgramm in der Hand habe. Jetzt könnte natürlich... Passiert nichts. Doch, wenn er zu hart aufkommt, seht ihr. Jetzt bin ich ganz ehrlich. Jetzt bin ich ganz, ganz ehrlich. Die alten finde ich schöner. Die sind robuster, größer, mit die Schrauben und sowas. Aber das hier als Drache, okay. Klappt man ja wieder zu. So, eigentlich war das ja früher immer... Dann ist er aufgesprungen auf der Karte. Hier, doch, da an der richtigen Stelle. Die haben wohl nicht mehr überall Magnete, aber an der richtigen Stelle springt er auf. Ach, das sind diesmal überall so kleine Magnete. Deswegen. Ah, okay. Ich bin ja auch anlernen. Das ist ja wieder Neuland für mich. Die neuen Vakuumgums. Kann man auch so hinstellen? Nee, die müssen so. So muss er kommen, dann sieht das so aus, als wenn er nach vorne angreift. Seht ihr das? Also, das ist es nun. Das brandneue und aktuelle Bakugan-Magazin mit ein Bakugan. Ich finde, die alten waren schöner, robuster, größer, glaube ich. Der sie natürlich noch beide Varianten hat. Das heißt, die alten von früher noch und jetzt die neuen selber schon vergleicht habt, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Ich will es echt wissen. Für mich und für alle anderen Zuschauer natürlich. Und Magnet hält, aber seht ihr das? Magnet hält. Aber nichtsdestotrotz, ich werde euch natürlich irgendwas von den neuen Vakuumgums unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Ich gucke, was am günstigsten ist, ob so ein Set mit mehreren Vakuumgums, ob sie Arena ist oder. Irgendwas von den Vakuumgums verlinke ich euch unter dem Video. Wie gesagt, sicher, bequem und günstig. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare zu den neuen Vakuumgums, auch zu den neuen Magazine. Lasst mal wieder einen Daumen hoch da, würde ich mich freuen. Umso mehr Daumen hoch da sind, umso öfters werde ich vielleicht sie unboxen. Vielleicht auch mal schon. Nee, weiß ich nicht. Nee. Okay. Nichtsdestotrotz, eure Meinung, eure Kommentare jetzt. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.